Die Pfingstgemeinde in Deutschland, PUSH 2020. Bete, bis etwas Spektakuläres passiert. Tag 10. Mittwoch, der 7. Oktober 2020. Unser Gebetsthema lautet: Bete für Kühnheit, Zeichen und Wunder, um unseren Diensten zu folgen und eine mächtige Wiederbelebung in Deutschland. Dazu nehmen wir unser biblisches Tagesvers bitte aus. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13 bis 31. Ich lese aus der Bibel Hoffnung für alle. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Sie wussten nicht, was sie den beiden entgegenhalten sollten, denn der Geheilte stand vor ihnen. Deshalb ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen und berieten sich. Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur: Urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch ohne eine Strafe frei, weil er sonst Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, von Geburt an über 40 Jahre lang gelähmt gewesen. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden. Im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Amen. Das war die Pfingstgemeinde in Deutschland. Ich wiederhole bitte kurz noch einmal unser Gebetsthema: Bete für Kühnheit, Zeichen und Wunder, um unseren Diensten zu folgen und eine mächtige Wiederbelebung in Deutschland. Amen. Möge der Herr mit uns allen sein. Amen. Église internationale de Pentecôte en Allemagne. PUSH 2020. Priez jusqu'à ce que quelque chose de spectaculaire arrive. 10e jour, mercredi 7 octobre 2020.
Notre texte biblique est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 31. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnaient de sortir du Sanhédrin et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais enfin, que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui était l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, les avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu et ils levèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se multitude parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son œuvre. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as un, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, amen. Notre sujet de prière, nous prions pour les signes et les prodiges pour accompagner nos ministères, pour qu'il y ait un puissant réveil en Allemagne. Nous prions pour les signes et prodiges pour accompagner nos ministères, afin qu'il y ait un puissant réveil en Allemagne, dans le nom de Jésus. Amen.